Wir stehen jetzt hier im Herzstück von BR24 im digitalen Newscenter. Ich begrüße ganz herzlich die Intendantin des Bayerischen Rundfunks, Dr. Wildermuth. Herzlich willkommen. Hallo. Ein Interview zu Beginn zur Eröffnung der 36. Medientage in München. Der Titel der Medientage ist ja More Relevant Than Ever. Ich glaube, da ist viel dran, wenn man sich anschaut, die ganzen Krisen, die eigentlich in den letzten zwei, drei Jahren eigentlich über uns alle herschwappen. Ich sage nur Corona, ich sage nur Ukraine. Was bedeutet das letztlich auch für die Verantwortung der Medien? Ja, Sie haben es ja schon angesprochen, das sind Krisen, mit denen hat keiner gerechnet. Und es sind auch Fragen, auf die wir keine Standardantworten haben. Und was wir sehen, was macht es mit der Gesellschaft? Wir sind ja Teil der Gesellschaft. Was macht es mit der Gesellschaft? Es führt offenkundig, das zeigen alle Umfragen, das zeigen Studien, führt zu einer großen Verunsicherung. Viele Leute haben auch Angst, wissen nicht, wie es weitergeht, haben das Gefühl, das, worauf sie sich immer verlassen konnten, erodiert. Und es führt auch zu einer... Und das ist etwas, was uns wirklich Sorgen machen muss, zu einer größeren Skepsis gegenüber Institutionen. Mhm, dazu gehören politische Parteien, dazu gehören Regierungen und dazu werden, und da werden wir subsumiert, auch öffentlich-rechtliche Medien. Und die Frage ist sozusagen, wie gehen wir damit um? Weil das andere, was passiert, und auch das zeigen wissenschaftliche Studien der letzten zwei Jahre, das ist gleichzeitig, sind solche Krisenzeiten immer auch Blütezeiten für Fake News. Mhm. Es sind Blütezeiten für irgendwelche wilden, populistischen Spekulationen und Behauptungen. Und wir sehen, und das sehen wir auch in anderen europäischen Ländern, wir sehen, dass Qualitätsjournalismus, also politisch und ökonomisch unabhängige Qualitätsmedien, in so einer Phase wichtiger sind denn je für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und für einen ordentlichen demokratischen Diskurs. Für so eine Krise wie die Pandemie gab es ja eigentlich überhaupt keine Blaupause. Vor allem muss man ja sagen, für alle Medienhäuser war es ja nicht nur eine Krise nach außen, sondern auch eine Krise nach innen rein, weil die Mitarbeitenden haben ja genau die gleiche Problematik wie die Menschen draußen. Wie geht man dann so auch in der Leitungsfunktion eines Senders damit um? Ja, ich glaube, da hat es uns getroffen wie ganz, ganz viele Unternehmen. Wir mussten erst mal gucken, vielleicht noch ganz besonders so ein Sendebetrieb, wie erhältst du den aufrecht, wenn alle Leute ins Homeoffice müssen? Ja. Wir waren alle überrascht und auch dankbar dafür, welchen Technikschub das mit sich gebracht hat, weil wir plötzlich Sachen machen konnten zu Hause, Radiomoderationen und so weiter, was wir uns vorher nicht hätten vorstellen können. Das ist auch interessant, wenn man sich jetzt anschaut, wo wir mit dem Bayerischen Rundfunk hinwollen, weil da gibt es ja viele Möglichkeiten, übrigens auch viele Möglichkeiten, schlanker zu produzieren. Und gleichzeitig merken wir aber natürlich, dass auch für Journalisten und gerade in Zeiten, wo es nicht eindeutige Antworten gibt, der Austausch wichtig ist. Es ist wichtig, dass man sagt, was hast du denn gehört, was hat deine Recherche ergeben, wie schätzen wir die Dinge ein? Also dieser Austausch, das sich begegnen, gerade in solchen Fragestellungen, die man vorher noch nie hatte, ist ganz, ganz wichtig. Ich finde, dass wir das insgesamt, wenn ich zurückschaue, hervorragend gemacht haben. Was schwierig war, was für die Gesellschaft, glaube ich, schwierig ist und damit auch für unsere Zuschauer und Zuhörerinnen, ist natürlich, dass Menschen wollen gerade je komplexer Situationen werden, desto klarere, einfachere Antworten. Und die Antworten konnte weder die Wissenschaft, noch die Politik, noch natürlich wir, die wir ja die Diskurse spiegeln, geben. Und das ist etwas, wo ich glaube, das ist auch ein Quell für Unzufriedenheit. Jetzt sagt uns doch einfach, was ist. Aber das ist nicht möglich, wenn man seriös arbeitet. Es gibt andere Medienhäuser mit großen Buchstaben, die immer ganz schnell ganz einfache Antworten haben. Aber wenn man seriös arbeitet, dann muss man differenzieren. Und die Differenziertheit und Differenzierung muss man aushalten in einer Krise. Und ich glaube, da verlangen wir gerade ganz viel von den Leuten. Kommen wir zu einer Geschichte, die natürlich dann auch, sag jetzt mal, eingeschlagen hat, im Prinzip wie eine Bombe. Das ist die Krise beim RBB gewesen, traf dann plötzlich die ganzen öffentlich-rechtlichen. Was machte das dann mit Ihnen oder was macht es bis heute mit Ihnen? Du brauchst ein bisschen Abstand, um das sortieren zu können. Ich würde heute sagen, mit ein bisschen Abstand, dass wir Wochen erlebt haben, wilde Wochen, in denen es echte Enthüllungen gab. Darauf muss man reagieren. Da muss man noch mal seine eigenen Systeme überprüfen. Da haben wir viel gemacht, auch beim Bayerischen Rundfunk. Aber es gab natürlich auch Vorwürfe, die sich dann bei einer objektiven Recherche von dritten Personen als nicht haltbar erwiesen haben. Und es gab auch einfach viele Headlines, die um der Stimmungsmache willen gemacht wurden und nicht, weil sie so eine große Faktenbasis hatten. Haben Sie in der Zeit auch Rückhalt gespürt? Ich habe viel Rückhalt im Haus gespürt. Ja. Das hat aber damit zu tun, dass natürlich auch die Kommunikation nach innen etwas ist, was man auf keinen Fall vernachlässigen darf. Und das ist eine große Schwierigkeit, wenn du 25 Anfragen jeden Tag hast von Medienhäusern und vielleicht da noch mal ein bisschen hinter die Kulissen geblickt.
es waren ja nicht journalistische Anfragen, wie man sie sonst von Qualitätsmedien gewohnt ist. Wir haben hier Belege, wir haben eine zweite Quelle, also journalistisches Handwerk, sondern es war teilweise der pure Gossip. Wir haben gehört, der ist mit dem zusammen, wir haben gehört, der hat dem irgendwas bezahlt und so weiter. Und das erstmal zu sortieren und dabei nicht zu vergessen, dass für mich immer noch das Wichtigste ist, dass die Kolleginnen und Kollegen Sachen, die wir nach draußen geben, zuerst erfahren. Dass die nicht aus der Zeitung irgendwas lesen, sondern dass wir die interne Kommunikation an der Stelle mit einer großen Offenheit, Transparenz, Ehrlichkeit, das ist ganz wichtig. Und das ist aber etwas, glaube ich, das ist uns nicht so schlecht gelungen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass wir innen einen guten Rückhalt haben. Aber man muss viel reden miteinander. Wenn wir jetzt mal den Gossip, und das war sehr viel Gossip, mal zur Seite räumen, bleibt da dahinter trotzdem eine Frage, die ja schon seit längerer Zeit im Raum steht. Was sollen eigentlich öffentlich-rechtliche Sender in einer demokratischen Gesellschaft für Aufgaben haben? So eine Krise ist eine Chance. Wir müssen die Sachen jetzt diskutieren, aber auch beherzt angehen. Und es darf keine Tabus geben. Ich sehe Handlungsfähigkeit und unsere Notwendigkeit für die Zukunftsfähigkeit des Bayerischen Rundfunks auf 4 Ebenen. Wir müssen noch konsequenter unserer Maxime folgen, weniger ist mehr. Ja, also manche Programme einfach lassen, um andere, die uns wichtig sind, besser zu stärken. Oder im Produktionsbereich. Wir haben mit der neuen Geschäftsleitung seit Frühjahr, wir haben Entscheidungen getroffen, schlanker zu produzieren und das alles nochmal anzuschauen, in einem Volumen von ungefähr 25 Millionen Euro, die den Bayerischen Rundfunk in Zukunft nicht mehr belasten werden. Aber das sind beherzte Entscheidungen, die muss man treffen. Und wenn wir in Richtung ARD reden, dann ist für mich das Motto, es muss nicht mehr jeder alles machen. Wir brauchen Regionalität nicht in der Verwaltung und in der IT. Wir brauchen nicht so und so viele Reisekostenstellen, Materialbeschaffungsstellen, sondern wir müssen das standardisieren und dann ist das Ziel, einer macht's für alle. Und das gilt genauso, und das wäre der vierte Punkt, das gilt genauso für die überregionalen Themen. Nehmen wir Gesundheit, Verbraucher, Heizungstipps, Hüftgelenksoperationen, Literaturkritik, Royals. Das braucht nicht mehr jedes System machen. Da müssen wir uns auch mit dem ZDF viel enger ins Benehmen setzen. Sondern da müssen wir gucken, dass wir Kompetenzzentren in der ARD bilden und dass dann jeder Sender seine Stärken einbringt. Der Bayerische Rundfunk zum Beispiel hat traditionell Stärken im Bereich Wissenschaft, im Bereich Bildung. Andere Sender haben andere Stärken und dass wir dort viel mehr zusammenarbeiten. Man sagt immer wieder, Dialog hilft. Und ich glaube, alle fangen jetzt momentan langsam an zu merken, ja, vielleicht müssen wir noch viel, viel dialogischer sein. Gut, der BR hat immer schon mit Jetzt redet ihr sozusagen die Urform, das Urformat gehabt. Aber müssen wir da nicht noch mehr machen, noch mehr dialogisch sein? Ich glaube, dass man immer mehr machen kann. Und ich hätte jetzt auch jetzt redet ihr gesagt, immerhin seit 51 Jahren. Ja, alle fangen jetzt an, das zu kopieren. Wir machen das seit 51 Jahren mit großem Erfolg, indem wir eben einfach ganz normale Leute zu Wort kommen lassen. Aber ja, wir kommen vor vielen Jahrzehnten von einer Selbstdefinition, die da hieß, wir sind ein Sender. Ja, und senden ist in eine Richtung. Und das sind wir nicht mehr, sondern es geht darum, dass wir kommunizieren. Sowieso im Social-Media-Bereich, die ganzen Community-Management, Leute schreiben Kommentare, wir antworten, aber auch, und das, glaube ich, haben wir in der Pandemie jetzt nochmal gemerkt, wir haben 30 Regionalstudios in ganz Bayern. Und was mir da die Kolleginnen und Kollegen erzählen, die sind einfach jeden Tag vor Ort, die wohnen da, die kennen die Probleme der Leute. Zuhören, was findet ihr, macht der Bayerische Rundfunk gut, was wünscht ihr euch mehr, welche Themen sollen wir bearbeiten, das ist etwas, was ganz wichtig ist und da können wir noch mehr Akzente setzen. Kurze Werbeblock für Sie, warum sind Öffentlich-Rechtliche für diese Gesellschaft eigentlich so unheimlich wichtig? Wir erleben im Moment eine Zeit, wie wir sie noch nie hatten. Ich glaube, dass das Zeitgenossen oft sagen, aber es war noch nie so richtig wie heute. Wir haben Krisen, die wir noch nie hatten, eine Pandemie, ein Krieg in Europa. Keiner von uns konnte sich vorstellen, dass das wieder passiert. Die Energieknappheit jetzt und so weiter. Und wir erleben, dass das eine Zeit ist, wo Fake News blühen, wo Verschwörungstheorien immer mehr Zuspruch haben. Das zeigen ganz erstaunliche und erschreckende Zahlen, was die Mediennutzung angeht. Und wo auch Institutionen, selbst das Zutrauen in unser demokratisches Funktionieren immer mehr abnimmt, weil die Menschen unsicher sind, weil die sagen, gib mir eine einfache Lösung, sag mir, was ich machen soll. Und in diesen Zeiten brauchen wir ein Fundament, auf dem wir diskutieren. Wir müssen nicht einer Meinung sein, aber wir müssen über bestimmte Fakten, dürfen keine Frage von Meinung sein, sondern das müssen eben ordentlich, sauber recherchierte, journalistisch geprüfte Fakten sein. Und das ist die Basis für unser demokratisches Fundament, auch für alles politische Handeln. Ganz Europa beneidet uns um diesen hohen Qualitätsjournalismus im Öffentlich-Rechtlichen, aber auch bei den Qualitätsmedien in den Verlagen. Und dafür gilt es zu kämpfen.
Ganz herzlichen Dank. Schön, dass Sie da waren. Und jetzt, meine Damen und Herren, übernimmt Christoph Arnowski die Eröffnung der 36. Medientage in München.